Hallo mein Lieben, da bin ich wieder, Markus Meilenstein, heute aus dem Wohnzimmer. Ich habe mir schon überlegt, ob ich auf den Berg wieder hochgehen soll, weil immer wenn ich mir so ein, wenn ich so ein Video mache, wo ich so frei aus der Seele plappere, gehe ich in den Wald. Früher mit Mali, jetzt ist, ja, darüber rede ich gleich über die Figur. Dachte, es ist doch ganz gemütlich zu Hause. Das ist ein Update-Video. Und ein Danke-Video an euch. Das letzte Video hatte fast 6000 Aufrufe und gefühlt ebenso viele Kommentare, die ich alle beantwortet habe, fast alle, glaube ich. Mindestens mit Herzchen. Und ja, Donnerstag haben wir jetzt, ist fast, am Samstag sind es dann schon 3 Wochen, wo Mali von uns gegangen ist, noch an dem Tag, an dem ich das letzte Video aufgenommen hatte. Ich habe gar nicht gewusst, wo ich es aufgenommen hatte, dass das auch der Tag sein wird, der ja wohl einer der schrecklichsten meines ganzen Lebens sein wird. War dann leider so. Unsere Kinder haben es ein bisschen versüßt, weil es war schön, dass unsere beiden Kinder Annalena und Andreas bei uns waren und wir das alles gemeinsam durchgestanden haben. Dann war die Last nur noch ein Viertel, aber auch ein Viertel der Last ist sehr viel. Ja, dadurch, dass ihr halt eben so Anteil genommen habt, wollte ich jetzt dieses Video auch für euch machen, einfach zu sagen, wie es mir geht, was wir machen, warum ich eigentlich auch diese, also es ist auch ein bisschen mehr noch als das, als das, was ich so sonst immer sage, es ist auch, was den Kanal ausmacht, warum ich das mache, warum die Art und Weise, wie Mali erkrankt ist und dann auch gestorben ist, ein großer roter Faden ist, der sich durch mein Leben zieht. Das kommt in diesem Video vor. Ja, und dann wie es mit uns weitergeht. Also ich kann euch schon mal von vornherein sagen, es geht mit uns weiter. Aber wie das, da komme ich dann drauf. Zu dem Tag an sich will ich eigentlich jetzt gar nicht so viel sagen, hier öffentlich, wenn wir uns unter 4 Augen treffen oder 6 Augen mit euch irgendwo und ihr habt Fragen. Dann werde ich sicherlich gerne darüber sprechen. Problem ist bloß, und so geht es mir ja auch, ich kann solche Videos nicht anschauen von Leuten, die in die Kamera rein heulen und sehr emotional sind. Vor allem, wenn es um Tierleben geht, also das macht mir auch unheimlich viel aus. Ich wüsste gar nicht, ob ich als Follower von dem Kanal Tesla Markus Meinschein mir so ein Video angeschaut hätte, wo ich wusste, dass es eigentlich dann nicht so gut aussieht mit der Mali. Hätte ich vielleicht gar nicht gemacht und viele von euch haben das wahrscheinlich auch nicht gemacht aus dem Grund, was ich voll akzeptiere. Und deshalb gehen wir mal jetzt in dieses Video. Tja, deshalb auch zu der Figur. Unser Sohn hat es noch gekauft, hier diese Figur im Tiermarkt hier unten dran als Mitbringsel für Mali. Die hat sich tierisch gefreut, wo er kam mit der Figur. Sie hat sie beschnuppert und begrüßt und wir hatten die auch dann dabei. Beim Arzt und das war so das Letzte, was so auf ihr lag, wo sie eingeschlafen ist. Zur Katie Melua Musik. Also ich kann auch keine Katie Melua gerade hören, also das wäre dann extrem schwierig. Ja. Gut, deshalb diese Figur. Wir haben alles verschenkt, was wir von der Mali hatten hier. Wir hatten sehr viele orthopädische Matratzen, das Fahrrad, das haben wir verkauft, den Fahrradanhänger. Aus der Nähe jemand hier auch gekauft. Wir haben alles weg, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die uns an sie erinnern. Ein Halsband zum Beispiel, das habe ich in meinem Auto hängen. Ja, ein paar Fälle und so. Also sie bleibt natürlich in unserem Leben dauernd präsent, auch wenn wir jetzt nicht da die ganzen Liegestätten hätten, die Fressnäpfe und so. Hier ist alles clean. Ich habe ab und zu, auf meinem Laptop habe ich ein Foto von ihr. Ich habe das auf dem Handy auch gehabt und auf der Uhr auch, aber es ist Wahnsinn, wenn ich da jedes Mal drauf gucken kann. Das erinnert mich dann dauernd an sie und das kann ich dann auch nicht. Ich habe das wieder runtergenommen, aber ich kann es euch mal zeigen. Ich hoffe. Gut. Wenn ich drauf gucke, sehe ich das halt und dann schwierig gerade. Weil das Leben geht ja weiter für uns. Und wir denken wirklich sehr viel an sie, gerade so morgens und abends, also nachts. Gut, ich muss euch ein Video verlinken, was ich vor 4 Jahren aufgenommen habe, was um die
Es kommt wieder der Link zu den Autos und E-Autos. Ich kann euch damit nicht verschonen. Viele von euch haben das Video gesehen. Es hat, glaube ich, 17.000 Aufrufe. Wo ich diesen Skandal beschreibe durch den Otto-Partikelfilter. Also der Dieselskandal war kurz davor, dann kam der Otto-Partikelfilter. Und da erkläre ich auch so den ganzen Zusammenhang mit der deutschen Automobilindustrie, warum ich also niemals mehr ein deutsches Auto fahren könnte und warum ich die E-Autos und vor allem Tesla so liebe. Das kann man da sehen. Trotzdem fahren wir ein Diesel-Wohnmobil jetzt und sogar ein Benzin-Quad. Das hat aber damit nichts zu tun, weil gerade Diesel jetzt, gerade die mit der Harnsäure, mit dem AdBlue, die sind extrem rein. Da gibt es keine kanzerogenen Stoffe mehr in den Abgasen. Und das Quad hat so einen billigen Motor drin. Da gibt es nicht diese Feinstaubverwirbelung in den Kolben. Also ich will aber nicht auf das jetzt eingehen hier. Das ist in diesen Autos gemacht worden, die übrigens heute noch rumfahren, wo extrem kanzerogene Feinstaubpartikel mit Benzolringen auf der Straße rumschwirren. Und die armen Tiere, die ja immer weiter unten sind, und die Kinder, die das dauernd einatmen. Auch in dem Video erzähle ich ein bisschen, aber das will ich jetzt in dem Video auch mal kurz erzählen. Ja, ich bin als kleines Kind, ich glaube, das habe ich gar nicht erzählt. Vielleicht soll ich sagen, wie Mali krank geworden ist und was sie wirklich hatte. Also es war uns Gott sei Dank erst in der letzten Woche bewusst geworden, weil wir dann zu den Ärzten sind und die Punktion gemacht haben. Aber sie hatte wirklich Wasser in der Lunge und dann auch Wasser im Körper und das alles ausgelöst durch Krebs und wahrscheinlich Lungenkrebs. Genauen Krebs haben wir nicht analysieren lassen, war uns dann auch nicht wichtig in dem Moment. Wir wollen den Hund nicht weiter quälen. Und dieses Wasser, Lunge und so weiter, das geht durch mein ganzes Leben. Ich war als kleiner Piefke, ich konnte noch nicht schwimmen. Da war ich, weiß nicht, wie alt ich da war, 5, würde ich mal sagen, 4, 5. War mal zweimal am Kahler See in Frankfurt am Wochenende. Ich so wunder mit der Luftmatratze rausgeschwommen, mit Schwimmflügelchen an. Dann von der Luftmatratze runtergesprungen, Mitte vom See. Und damit dann wieder zurückgeschwommen, so mit den Schwimmflügelchen und dem Bauchring da. Jetzt habe ich einen natürlichen Bauchring. Das habe ich immer gemacht, bloß ich habe einmal die Schwimmflügelchen vergessen und auch den Bauchring. Und bin dann ertrunken das erste Mal und hatte auch Wasser in den Lungen. Und ich wurde gerettet von jemandem, weiß auch aber wirklich nicht mehr, ob das ein Mensch war oder sonst was. Ja, auf jeden Fall wurde ich rausgezogen. Und das ist mir nicht nur einmal passiert, sondern zweimal. Also ich war zweimal blöd als Kind. Und irgendwann entwickelte sich bei mir auch dieses Asthma in der Studienzeit mit der Allergie zusammen. Und ich hatte immer Angst, weil meine Mutter rauchte sehr stark. Und ich werde so Gitarren unterrichten, da war ein großes Plakat da gehangen über Lungenkrebs und so. Und ich hatte immer Angst, dass meine Mutter mal Lungenkrebs entwickeln könnte. Und das hatte sie auch entwickelt dann. Sie war übrigens in dem Alter von ich, was ich heute bin, vielleicht sogar jünger, 55 rum, hatte sie eine Lunge entfernt bekommen. Also das Thema ist wirklich in unserer Familie drin. Und dann kamen diese ganzen Abgasskandale dazu. Und dann jetzt die Mali, ja, die praktisch auch an dem gleichen, das gleiche Problem hatte wie wir alle. Und ich meine, es ist halt eben auch teilweise verursacht durch uns Menschen. Ja? Und vor allem dann durch korrupte Politiker und Lobbyisten und der Autoindustrie. Ich will jetzt aber nicht behaupten, dass jetzt die Mali aufgrund dieser Leute gestorben ist, sondern das ist nur für mich ein Zeichen. Ich versuche halt so ein bisschen zu verstehen, was mir das alles sagen will. So. Es sagt mir auf jeden Fall, dass ich mit Tesla auf dem richtigen Weg bin, weil Tesla ist auf die Welt, Elon ist auf der Welt, hat gekommen, um einfach der Menschheit auch zu helfen. Das wird ganz anders dargestellt in den Medien, ja, als reicher, superreicher Idiot, der sich alles Mögliche erlaubt und so. Das ist halt das deutsche Bild. Und nicht nur das deutsche, auch in Amerika. Aber es ist nicht so. Ich unterstütze ihn mit einem Großteil meines Vermögens, ist in Tesla drin, einfach weil ich die Idee unterstütze und ich hoffe daran zu partizipieren und später mal, falls ich dann doch mal wirklich gut Gewinn gemacht habe, dann auch mal wieder anderen Menschen zu helfen, die im Bereich Lungenkrankheiten und dieser Sachen leiden, dass da ein bisschen philanthropisch unterwegs bin, wenn ich dann mal die Steigerung habe, die ich mir vorstelle. Aber ich denke mal, dass die Tesla-Aktie sich mindestens verzwanzigfacht in den nächsten 10 Jahren.
Und da kann man schon ein bisschen spendabel unterwegs sein und den Leuten zu helfen, die hier jahrelang krank gemacht wurden und immer noch krank gemacht werden. Das ist das Thema und hat Mali beigetragen. Sie kommt fast, also jetzt, ich glaube, gestern habe ich sie nicht gespürt, aber ich war ja selber im Schwimmbad, aber sie kommt jeden Tag zu mir. Und das war am ersten Abend, also das am allerstärksten, das haben auch unsere Kinder gespürt. Und zwar unabhängig, und Annette auch, wie Wassertropfen auf unserer Haut. So auch wieder dieses Wasserthema. Ja? Mali ist ein riesiges Wasser, die ist in so einem Wasserthema drin, auch dann in dem seelischen Bereich. Und sie kommt jeden Abend zu uns. Heute war sie beim Essen sogar mal kurz da. Und sie spürt sie auch durch Kleidung durch, wie Wassertropfen auf der Haut. Und das ist deshalb auch, bleibe ich bei diesem Thema aktiv, weil sie bestätigt mich dadurch oder meine Gefühle bestätigen das. Ihr könnt das sehen, wie ihr wollt. Ja, ich sehe es halt so, wie ich es sehe. Das ist das Thema. Das hat Mali komplett bestärkt. Ja, und das ist halt eben die Mali, die halt eben, dieser kleine Stoffhund lag halt eben auf ihrem Rücken, während sie gestorben ist. Genau. Gut. Ich glaube, ihr könnt nachvollziehen, wie ich denke. Ich verlange nicht, dass ihr das auch macht. Ich verlange auch nicht, dass ihr das versteht. Das ist halt eben mein Ding. Dann, wie geht's weiter? Mali war jetzt so, vielleicht mal ganz kurz nochmal, ich sehe wirklich unser Leben, ist gestern auch beim Schwimmen wieder so klar geworden, dass wir, dass es so Lebensphasen sind. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es jetzt wirklich so, bin ich eigentlich noch richtig gut drauf, bei mir ist es wirklich so, die ersten 10 Jahre, diese Dreierjahre, ja, jetzt haben wir 2023, ich bin 63 geboren, immer diese Dreierjahre, das sind so markante Jahre. Ich will das mal ganz kurz durchgehen, ja, 63 bis 73, das war meine Kindheit, wir waren in Frankfurt. Mit 10 Jahren sind wir umgezogen hier nach Gernsbach, das war meine Jugend, ja, bis 1983. Da bin ich zur Bundeswehr, bin ausgezogen zu Hause, Bundeswehr gegangen hier, bin Bruchsal und danach studiert. Und dann halt eben das Studium, das Leben aufgebaut, geheiratet und die Familie gegründet. Das war bis 93. Ja. So, und dann kam der Abschnitt von 93 bis 2003, der dann wirklich die Karriere beanspruchte. Und das mit Familie zusammen. Ja. Ich war wirklich viel unterwegs. Habe dann auch den Arbeitgeber gewechselt nach Holland in dieser Zeit. Aber das war richtig so, diese richtige Aufbauarbeit, bis ich dann 40 war. Und 2003. Dann in Holland, dann kam so die Zeit, wo ich so ein bisschen weniger reisen musste und ein bisschen mehr genießen konnte, auch unsere Kinder. Und ab da sind wir dann, da wurden die ja so Teenager und dann sind wir mit denen durch die ganze Welt gereist. Und da bin ich auch unheimlich dankbar, dass wir das gemacht haben, dieser Zeit. Florida, Südafrika, Namibia, Thailand, Kambodscha, Dubai. Sind öfters auf Geschäftsreise mit dabei gewesen, die Familie. Das war dann diese Zeit bis 2013 und da kam Mali dann rein, ne? 2012. 2013 kam die Mali dazu und da haben wir angefangen, mit dem Wohnmobil zu fahren. Und da ging es uns auch durch meine Selbstständigkeit wirtschaftlich sehr, sehr gut. Alle Schulden abbezahlt, wir konnten richtig leben. Jetzt dann mit Mali, die praktisch ja dann das letzte Kind hat, immer Fell, sagt man, ja. So unsere Kinder ersetzt er nicht, ja, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Sie war vollwertiges Familienmitglied und hat uns so den Übergang der Selbstständigkeit unserer Kinder vereinfacht. Wir haben sie hier mit nach Rastatt genommen und ja, die letzten 11,5 Jahre dann mit ihr gemeinsam verbracht. Und so, gerade die letzte Zeit war natürlich sehr intensiv, weil sie wurde immer mehr krank. Ich war immer bei ihr. Und da mussten wir natürlich auch uns zurückstecken, haben wir gerne gemacht. Ich hätte es auch gerne noch 2-3 Jahre gemacht, also nicht falsch verstehen. Und jetzt kommt wieder der Cut, ja, 2023. Also, ja, was kommt jetzt? Die nächsten 10 Jahre praktisch. Ne? Da kommt wieder Tesla ins Spiel. Ich sehe die nächsten 10 Jahre bei Tesla. Eine wahnsinnige Veränderung. Nicht nur jetzt da, weil dafür kenne ich mich aus bei der E-Mobilität und beim autonomen Fahren, aber auch im Gesundheitswesen und so durch die künstliche Intelligenz. Wir erwarten jetzt wirklich die nächsten 10 Jahre Durchbrüche überall. Wird ein wahnsinnig tolles Jahrzehnt. Ich freue mich drauf.
Und eigentlich ist mir also auch klar, ja, dass ein Hund nicht 2 Jahrzehnte überleben kann. Und da kam es trotzdem sehr, sehr plötzlich. Auf der einen Seite war es schön, dass wir es nicht so lange wussten, dass sie so krank war. Auf der anderen Seite war halt der Abschied umso abrupter. Ja. Also das war wirklich brutal an dem Samstag, wo wir dann wirklich realisiert haben, und durch die Hitze, dass es dann zu Ende geht. Gut, was machen wir jetzt? Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Ich brauche den Cut erstmal auch, wie ich das eben beschrieben habe, diese Lebensabschnitte. Brauche ich auch den Cut bei mir selbst. Und wir werden jetzt erstmal die Sachen machen, die wir vor Mali gemacht haben. Ich habe extra hier meinen Kalender nochmal aufgemacht, um einfach mal so chronologisch euch mal zu erzählen, was wir jetzt vorhaben. Weil nächste Woche haben wir ja die Termine in Schlüsselfeld, also am Sonntag müssen wir da hinfahren. Wir haben ja ab dem 7. August sind wir in Schlüsselfeld, zuerst bei Meier und dann bei Morello. Annette kommt mit. Wir sind ja die ganze Woche dort. Das wird dann gekrönt am Freitag, am 11. sind wir dann in Stuttgart bei unserem Morello-Händler. Der baut dann noch den Max-Fan ein. Dann sind wir da durch. Dann werden wir ein paar Freunde besuchen. Grüßt euch, wir freuen uns drauf. Und werden dann höchstwahrscheinlich von anderen Freunden besucht. Mal sehen, hoffentlich klappt das. Und dann geht es schon nach London. Wir werden nach London fahren mit dem Auto, um meinen Bruder zu besuchen und unsere Nichte Neffe. Und die freuen sich schon auf uns, wir freuen uns auf sie. Und da fahren wir ganz spontan hin, übernachten in schönen Hotels, lassen es uns gut gehen in London und kommen dann wieder zurück. Sind wir wieder Anfang September hier und werden unsere Tochter besuchen. Und dann kommt unser Sohn uns besuchen. Und dann werden wir nach, was soll ich das wirklich sagen? Ende September werden wir einen Flug machen nach Korea, nach Südkorea. Wir werden 2 Wochen lang in Seoul sein. Nicht nur in Seoul, wir werden da ein bisschen rumfahren. Wir werden euch mitnehmen. Wir werden ja, eine große Stadt genießen. Die Freiheit, dass wir Museen besuchen können, dass wir rumlaufen können abends, dass wir Restaurants können, die Garküchen besuchen. Das alles machen wir, anstelle mit dem Wohnmobil unsere Herbsttour zu beginnen. Die verschieben ja diesen Start der Herbsttour, nämlich um 2 Wochen. Und wenn wir dann wieder zurück sind aus Seoul, werden wir mit dem Wohnmobil, wie geplant, eine Herbsttour machen. Wohin genau, wissen wir noch nicht. Bretagne ist klar immer noch auf der Agenda, aber wir machen es ein bisschen wetterabhängig. Wenn es da nicht so schönes Wetter wäre, dann werden wir vielleicht nach Norddeutschland fahren, nach Ostfriesland oder so, nach Niederlande. Mal gucken. Ich habe immer noch ich habe auch einen sehr starken Husten. Das hat sich alles auf mich draufgeschlagen, ja, das mit der Mali. Ich habe das irgendwie wahrscheinlich gespiegelt auch und ich muss jetzt da durchgehen. Ich hoffe, dass das mal irgendwann sich besser löst. Wenn nicht, muss ich mal zum Arzt gehen. Also wie gesagt, meine Mutter hatte ja Lungenkrebs in meinem Alter gehabt. Krebs, nicht Krebs. Nicht, dass da auch sowas. Also ich rauche ja nicht, ja, aber wer weiß. Gut. Genau. Und dann sind wir wieder da zum Geburtstag von meiner Schwiegermutter. Und dann geht es Anfang Januar nach Afrika. Das haben wir gebucht, schon lange. Ich hätte gedacht, dass die Mali noch nach Afrika kommt, aber hat sie nicht geschafft. Wir werden es trotzdem machen. Und dann geht's weiter. Also dann gucken wir mal, wie wir mit dem Wohnmobil reisen. Und ihr seid mit dabei. Also ich werde die Mali mit dabei haben. Ich werde immer ein bisschen über sie erzählen, wenn es euch nichts ausmacht. Ansonsten schreibt mir mal in die Kommentare unten rein, dass das soll mal dieses sentimentale Gehabe sein lassen. Aber ja, ich glaube schon, dass ab und zu mal die Mali auftauchen darf. Ne? Vor allem, wenn ihr sie spüren. Das ist das Update. Wir haben uns gefangen. Sie fehlt uns, aber das Leben geht weiter. Ja, und sie ist vor allem da und sie gibt uns Signale, dass alles in Ordnung ist. Das ist schon mal gut. Ne? Dann vielen Dank, dass ihr das bis zum Ende ausgehalten habt, dieses Video. Ich wollte noch 2 Mali-Videos bringen, aber ich bin immer noch nicht so richtig rangekommen. Also ich habe so einen Blog, das erste Video, wo sie bis ein Jahr alt ist, anderthalb, wo wir das erste Mal eine große Wohnmobilreise tun.
so als Welpe, da haben wir viele bekommen vom Züchter, viele Videos auch, und war richtig süß. Oder wir haben selber Videos gemacht, so. Wir durften sie ja zweimal besuchen, noch wo sie ganz klein war. Dieses Material wollte ich eigentlich nehmen zum Veröffentlichen und auch für uns. Ja, wir gucken in die eigenen Videos immer ran. Das ist ja eigentlich was für uns, und ihr dürft mit dabei sein, wenn ihr wollt. Also wir werden dieses erste Jahr, da ist ja auch ihre Sterilisation und hier und da interessante Einblicke, meine ich, auch mit der Hundeschule. Und das zweite Video wird dann wirklich unsere große Reise sein nach Skandinavien, die ich dann aus ihrer Sicht vielleicht erzählen werde, weil wir haben auch viel Video gemacht, aber nie veröffentlicht. Ja, genauso vielleicht in der Art, wie ich die anderen Videos gemacht habe, mit ein bisschen Musik. Ich muss mal gucken, wie ich das umsetze. Brauche ich auch ein bisschen Zeit und ein bisschen Muße, vielleicht kommt das auch später erst. Und dann habe ich noch ein Video von den ganzen anderen Reisen, die danach gefolgt sind. Wir haben ja erst diese Videos hier gemacht, seit 2 Jahren jetzt, oder? Ja, also nicht einmal. Eigentlich ein Jahr erst. Ne? Also die Reisen davor, da gibt es ja auch Material. Und da wollte ich so ein bisschen was zusammen samplen. Mal gucken, auch für uns, wie gesagt, durch die Zeit gehen ein bisschen mit ihr. Mal gucken. Mali ist ein sehr berühmter Hund geworden durch das YouTube, durch euch, dass ihr sie geguckt habt und dass ihr sie ins Herz geschlossen habt. Und ich habe mich oft gefragt, ob ich das richtig tue, weil deshalb gibt es ja keine ersten Videos von ihr, sondern erst später, seit letztem Jahr. Weil ich wollte sie nicht benutzen, um Klicks oder sowas zu bekommen. Ja, das liegt mir ganz, ganz, ganz fern. Aber sie hatte sich dann so eingeschlichen, das so. Also ja, war ja süß. Und wir gucken die Videos. Ich gucke jetzt gerade unsere Türkei-Reise an. Ich bin jetzt gerade beim zweiten Video. Jetzt kommt das Bulgarien-Video. Habe auch gerade übrigens mit Christian telefoniert. Den geht es auch sehr, sehr gut da mit ihren Kindern und Hunden. Ja, deshalb ist es für uns eine tolle Erinnerung, dieses Medium. Und deshalb will ich jetzt da auch wirklich nochmal diese 1, 2, vielleicht sogar 3 Videos schneiden, wo sie drin vorkommt. Und werde dann entsprechend auch immer am Anfang des Videos ein bisschen erklären, warum das Video und wie das entstanden ist und so. Einfach so, um nochmal euch zu zeigen, ein Gefühl zu geben, ob ihr das jetzt sehen wollt oder könnt oder nicht. Weil ich denke, viele sind so wie ich am Anfang gesagt habe, sensibel, was das angeht. Also gerade was Tiere angeht, habe ich immer ein sehr großes emotionales Verhältnis, wenn es da den Tieren nicht gut geht. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Ich verlinke dieses Video, wo ich durch den Wald gehe mit Mali, wo ich über diesen Benzinfilter-Skandal berichte. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch mal an, dass er mich versteht auch, warum ich das alles hier mache. Und ich werde noch einmal, weil ich fand das jetzt so süß mit der Drohne, ich habe ja dieses Drohnenvideo gemacht, das wurde gar nicht viel geklickt, wo ich auch dankbar war, weil man dafür eigentlich dann nicht fliegen am Baddertfelsen. Aber das werde ich auch nochmal verlinken, weil da ist sie so süß drauf, wo sie hinterherläuft. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ne? Macht's mal gut. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und macht euch keine Sorgen um uns. Wir kommen da durch. Und danke auch mit eurer Hilfe und eurer Unterstützung und euren ganz, ganz lieben Kommentaren. Ciao, ciao.